Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider 2, das tibetanische Hochland. Ich freue mich so sehr. Ich freue mich so unglaublich. Oh Gott. Wie wer meine Freude einfach direkt zerstören will. Ne? Dieser typische Adlerus Madlerus, eigentlich nur in Indien verbreitet. Wir sind im tibetanischen Hochland, das heißt, wir sind endlich nicht mehr unter Wasser und... Alter? Das wird so geil, das wird so geil. Ja, die Freude kann ich eigentlich gar nicht so wirklich in Worte fassen. Was mache ich jetzt? Ich komme nicht mehr da hoch, oder? Nein, nein. Nein. Die Freude kann ich eigentlich gar nicht in Worte fassen, denn diese ganzen Unterwasserlevel waren auf Dauer so unglaublich langweilig, weil keine Abwechslung vorhanden war, dass ich mich hierauf so richtig freue. Vor allem, weil ich diesen Part von Tomb Raider 2... natürlich habe ich ihn schon mal gespielt, aber es ist ja halt Jahrzehnte her. Man kann wirklich sagen Jahrzehnte. Insofern ist die Freude logischerweise hoch, falls das irgendjemand noch nicht gerafft hat. Okay, ich verstehe, was ich hätte machen sollen. Oh Gott! Wie sie direkt mit der Steinmafia kommen. Es ist doch unglaublich. Wir sind endlich wieder im Freien, Mann. Schaut mal nach oben. Das ist Himmel, ja? Das ist verdammt nochmal Himmel. Nicht? Wirklich? Hä? Muss ich durchspringen? Habe ich eine andere Wahl? Sieht nicht so aus. Okay, wir wagen es. Oh Gott, bitte. Danke. Danke, Junge. Das erinnert mich so ein bisschen als dritte Level von Indien in Tomb Raider 3. So vom Aufbau her und diese Schluchten. Ach, ich komme da gar nicht über die Seite rüber. Okay, wir werden mal ganz nach unten. Ja, ich kann mich gleich... Ah, ich kann mich auch dort festhalten, wo keine Leiter ist. Alles klar. War es schon... Och nö! Das könnt ihr nicht machen! Ach, es geht wieder hoch. Rücksprung, ich Vollidiot. Ich hätte einfach nach hinten springen können. Aber egal. Mir ist das alles so egal. Ich bin so unglaublich glücklich gerade darüber. Das kann ich gar nicht beschreiben. Selbst Lara stöhnt schon. Sie stöhnt vor Freude. Zum einen natürlich über mich. Zum anderen aber auch darüber, dass sie endlich wieder draußen ist. In kurzen Hosen im Himalaya. Spinnst du? Im tibetanischen Hochland. In kurzen verdammten Hosen. Es sind ja noch nicht mal normale kurze Hosen, es sind kurze verdammte Hosen. Satan selbst trug sie. Als er dieses Spiel entwickelte. Nach hinten. Oh! Okay. Hä? Was ich sagen wollte, da sollte es wohl nicht hin gehen. Oder springen. Je nachdem. Wir sind gesprungen. So viel weiß ich. Alles klar, ist das hier hilfreich? Na? Ich versteh's nicht. Was soll ich denn machen? Ich komm halt einfach nicht. Nee. Ach so. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Und ich bin mir sehr sicher, dass diese Idee funktionieren wird. Ich werde scheitern. Ich werde am Boden zerschellen und 1000 Teile zerspringen. Aber wir sollten noch ein bisschen nach rechts. Und... Oh! Woo! Puhuhu! Ich erschieße Wände. Oh! Junge. Was du machst da? Junge. Alter, das ist ja ein richtiges Bergland hier. Tatsache. Die Größe dieses Levels für die Zeit... Hält mich gerade in Atem. Wobei ich glaube, das Level ist wahrscheinlich gar nicht groß. Wirkt nur groß, aber... Jetzt muss ich ja an Nevada denken in Tomb Raider 3. Weißt du, das hier waren ja so wirklich die ersten angefangenen Außenlevel von Tomb Raider. Denn in Tomb Raider 1, das waren ja... Du warst mal draußen, ja, im dritten Level, aber... Es gab keinen Himmel, weißt du? Das Ganze wirkte wie in einer großen Höhle, mehr war das nicht. Insofern ist das hier natürlich jetzt für mich gerade umso erfreulicher. Und die chinesische Mauer und Venedig, das war ja auch sehr eng umzäunt. Das hier wirkt einfach super frei.
Okay, Lara. Freimachen sollst du dich nicht, nur beim Arzt oder in meiner persönlichen Sprechstunde, wenn du möchtest. Aber kletter einfach hoch, bevor ich mich hier noch verplappere. Kletter einfach hoch. Und knall den Adler ab. Er hat zu viel gehört. Stirb, Adlerus Madlerus der Boshaftigkeit. Warte, da unten ist was, ganz sicher. Ja, und ich komme de facto sogar drauf. Warte mal. Hui! Huis! Och nö, jetzt geht's wieder nach innen. Aber es wirkt trotzdem nicht so sehr innen wie das Unterwasserlevel. Ah ah. Ah ah. Da drin ist nix. Aber speichern. Okay. Lauf. Fuck. Wie sie mich halt einfach getroffen haben. So richtig gestrifed. Und ich hab nur noch ein Medipack. Jetzt fängt der Tomb Raider 3 Wahnsinn doch hoffentlich nicht auch in Tomb Raider 2 an. Ach, Secret? Es wäre mal schön, wenn man Medipacks bei einem Secret bekäme. Granatwerfermunition war ja jetzt nicht so dringend. Beim letzten Mal, wo ich diese 6 Granaten bekam. Oder 8. Okay. Es geht hoch, es geht runter. Immer erst hochgehen, denn wenn man runtergeht, weiß man nicht, ob man später wieder zurückkommt. Ach. Ich trainiere euch hier meine Tipps. Och, Manno! Ich will dieses Secret. Okay, hoffen wir einfach, dass wir irgendwann drankommen. Ich sollte aufhören, mein Leben zu verschwenden. Okay, also ein anderes Spiel einlegen. Nein, ich meine nicht so hoch springen. Ach, du siehst so aus wie so ein Schiebestein. Der Schiebestein, der gemeine Schiebestein, ist eine ganz eigene Sorte von Steinen. Er kann für gewöhnlich in Tomb Raider-Spielen gefunden werden. Und ist gemein. Falls das jemand bezweifeln will, was ich für euch nicht hoffe. Medipack! Moment mal. Das da ist doch sinnlos. Hier komme ich doch her. Ja? Der große Vorteil, den ich jetzt hiervon habe, ist doch eigentlich nur, dass ich da dran könnte, aber da war ich ja schon. Vielleicht sollte ich auf dieser Seite mich mal halten. Oh, halten, Lara, nicht fallen! Aha. Okay. Adlerus, Madlerus, wo bist du? Boah, die Kamera gerade. Reine Angst hat aus ihr gesprochen. Wer auch immer Reine ist, wieso er auch immer Angst hat. Na? Och nö! Okay, Leute. Da drüber kann ich ebenfalls noch. Ach ja. Splüng! Kletter hinauf, die Leiter hoch. Die Tonleiter. Sie ist eine Leiter aus Ton. Sie ist nicht aus Ton und sie ist auch keine Leiter. Aber trotzdem. Na? Ja klar, aber wenn ich jetzt... Ich wäre am liebsten das Level neu starten. Nö! Leute, das könnt ihr nicht mit mir machen. Bitte keinen Bereich, in dem ich nicht weiterkomme. Danke. Als hätten sie überhaupt auf mich gehört. Ach Gott. Da ist so ein Höhleneingang, ja? Das ist jetzt das Ziel, zum einen in diesen Höhleneingang einzudringen. Und dazu müssten wir hier diese Diagonale wählen. Also los, Lara. Hinunter. Geh hinunter. Und nochmal die Leiter. Es ist... Ach, die Leiter nervt. Sie tut es. Leiter. Komm schon. Nicht nerven. Komm schon. Ich kann da nicht hoch. Das ist total komisch. Wieso nicht? Ich kann doch drauf stehen. Und ich stehe auch drauf zu stehen. Also... Wieso kann ich nicht hoch?
Sie sagten mir, ich kann nicht hoch, Frank. Aber ich verstehe nicht, wieso ich nicht hoch kann. Sollten wir in die Lösung auf diese Frage rausprügeln? Nein, wir sind freundliche, Markus. Yay. Ich habe immer noch das eindeutige Problem, dass ich da nicht weiterkomme. Ich kann natürlich versuchen. Ja, natürlich. Natürlich kann ich versuchen, hier runterzukommen. Aber das bringt mir ja nichts, weil, ne? Siehste, weiße Bescheid. Kommen wir jetzt auch nicht hoch? Der steht nicht raus. Ich muss nochmal drumherum. Ich habe offenbar einen Fehler begangen, als ich das Spiel einlegte. Nein, doch, eigentlich. Aber auch einen anderen irgendwie. Ach, so komme ich nur hier raus. Ja gut, das bringt mir bringt mir überhaupt nichts. Ach, Leute. Kommt schon. Ach, Mann. Okay. Lara, klimme! Die Steinwand. Hinauf! Um dann zu sehen, dass da ein Gitter ist, wo du nicht durch kannst. Yay! Jetzt aber wir weg. Oh nein. Och, scheiße! Mann! Ist das hier vielleicht der Stein? Nee, wo ist der Stein der Weisen? Er ist auf Reisen. Sein Zug wird entgleisen und er wird vereisen. Im Feuer. Ende. Nein. Ach, ich habe das große Medipack, ja. Ich nehme trotzdem besser das kleine. Denn wenn ich mich nicht total dumm anstelle, verliere ich jetzt auch kein Leben mehr so schnell. Ich werde innerhalb der nächsten 5 Sekunden all mein Leben verlieren, rückwirkend. Ja, jetzt bin ich wieder hier, aber was habe ich davon? Da geht es nicht hoch. Da können wir bis hierhin und können dann da drauf, wo wir auch noch zurückkommen. Aber davon habe ich ja nichts. Das da ging nicht, richtig? Ich glaube, das da ging nicht. Ich speichere jetzt und guck, ob das da ging. Das da ging, da ging, da ging, da ging, bling, 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 bling. Dü, 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 dü. Wir laden. Wenn ich da drauf hüpfe, dann müsste eigentlich, ja, müsste die Wüste zu mir kommen. Okay, okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Ich hab's jetzt aber auch wirklich endlich. Also, ich bin hier ein bisschen festgehangen gewesen, aber es war tausendmal weniger schlimm, als wenn ich im U-Boot festhänge, wo dann, im Boot festhänge, wo dann irgendwo einer von 10.000 Schlüsseln auf eine der 40.000 Türen passt. Du Türenspast. Ja, seid ihr sterblich? Ich frag nur. Mich würd's nicht wundern, ja, aber... Es wäre halt cool, bis ihr damals in... Okay, danke. Danke. Die halten echt eine Menge aus. Also, hätte ich jetzt die Pistolen nicht, wäre ich gar... Naja, das wäre ich immer. Aber du gehst nicht auf? Ah, nein. Obwohl, ja, obwohl. Nein. Aber da hätten sie guten Secret verstecken können eigentlich. Das ist so eine typische Stelle, die liegt im toten Winkel. Aha. Keine Sorge, der Winkel ist nicht tot. Yay. Aber er sieht so aus. Oh nein. Hoffentlich geht's ihm bald wieder besser. Du brauchst nun einen Schlüssel. Der Seraph. Hätte ja sein können. Ob ich einfach eine normale kleine Hütte mit dem Seraphen öffne. Ach ja. Moment mal, ich kann aber auf die Hütte drauf. Oh weh, und wie ich das kann. Was finden wir da? Nichts. Oh weh. Oder doch, vielleicht? Neins. Oh weh. Ah, Moment mal. Haha. Schau mal, wen ich gefunden habe, Leute. Schaut mal. Guckt mal her. Deshalb dieses Gitter. Denn von hier aus hättest du ihn kaum gesehen oder erdenken können dir. Es war aber sehr leicht zu finden, muss man sagen.